Geht aber wirklich mit dem Buch. Es geht, wenn man genug Bums hat. Hallo ihr Lieben, heute in diesem Video soll es einfach mal darum gehen, dass ich euch 10 Dinge zeigen möchte, die ich mit einem Buch niemals machen würde. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Das geht doch gar nicht. Es zieht! Oh, hier ist das Kapitel zu Ende. Naja, dann machen wir einfach mal hier so. Bleibst du drin, Ecke? So. Damit ich auch weiß, wo ich das nächste Mal wieder anfange. Oh verdammt, jetzt habe ich gekleckert. Ach, die gute Tischdecke, da muss ich echt aufpassen. Naja, das Buch kann man ja abwischen, ne? Ja, nee, ist gar kein Problem. Nee, das kriegen wir hin, ist kein Thema. Warte, ich schreibe mir das nur mal ganz kurz auf. Ja? Ja? Hm. Okay, habe ich mir notiert. Okay, alles klar, gut. Bis dann. Ja, ja, mach's gut. Nee, ich lese gerade noch in so einem Buch. Ich mache heute auch nichts mehr weiter. Ich werde hier noch ein bisschen lesen und dann schauen wir mal. No? Alles klar, ciao. Hallo, guck mal hier. Was habe ich denn da? Was habe ich denn da? Ja, was ist das? Komm, komm. Milo, Milo. Komm, hol das Buch, komm. Ah, schön. Ach, endlich ein neues Buch. Ja. Oh, wieso hält denn das jetzt hier schon wieder nicht? Ach ja, jetzt. Was ist denn? Ich hasse Fliegen. Ach, endlich zu Hause. Ich habe ein neues Buch gekauft. Ja, das ist cool. Die wollen mich doch hier verarschen. Boah, das geht gar nicht. Was soll denn der Scheiß hier? Ach, so ein schönes Bild. Das muss ich jetzt mal noch aufhängen. Wo mache ich das denn am besten hin? Am besten hier irgendwo. So ihr Lieben, das war mein Beitrag zu 10 Dinge, die ich mit einem Buch niemals tun würde. Ich habe vergessen, ein Outro zu drehen, deswegen kommt das jetzt an dieser Stelle hier so vor mir. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht öfters mal solche Videos sehen wollt, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.